So, Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays and Back Chronicles mit eurem Tylosi. Wir sind hier in der Festung Galahad, in der wir uns ja in die letzte Folge hineinbegeben haben, zum Ende hin. Und ja, mal schauen, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall jede Menge von diesem Ätherkonzentrat oder was das auch immer sein soll. Ist auf jeden Fall anscheinend giftig für uns. Hat uns ja auch eine der letzten Cutscenes gesagt, zwischen Elvis und der guten, wie ist sie, Laura 4? Die haben uns auch gesagt, dass dieses Zeug das Äther zersetzt und ist natürlich dann gefährlich für uns. In here somewhere. Let's get looking. Keep your eyes peeled. I'm ready for anything. I'll trash any mechon that tries to mess with us. So, eine Handlungsmission. Der Aufzug zu den unteren Ebenen der Festung Galahad ist versperrt. Vielleicht bekommst du von Mekkon in der Nähe hilfreiche Items. Besiege die Mekkon in der Festung Galahad, um den Weg zu finden, den Aufzug zu entriegeln. Okay. Hauptwartungsraum sind wir. Naja, gut, okay. Also wir müssen die Mekkons platt machen, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt. Oder? Naja, gut. Mal sehen. Erstmal die Mekkons platt machen. Irgendwas wird uns da, wird sich da schon ergeben dann. So. Wobei das Handlungsmissionsding irgendwo in die Richtung zeigt. Mal schauen. Wir werden das schon irgendwie finden. So, und Fiora ist also irgendwo hier drin. Da bin ich ja gespannt, wie lange das noch dauert, bis wir die wiedersehen. Ist ja auch schon jetzt eine Weile her, durch die Sidequest-Folgen. Ich frage mich jetzt irgendwie, wie viele von euch, die das Let's Play hier oder diese Folge gerade schauen, auch die Sidequest-Folgen geschaut haben. Ich habe ja immer behauptet oder mir selbst gedacht, dass wahrscheinlich nur die wenigsten von euch auch die Sidequest-Folgen schauen. Das würde mich mal interessieren, wie viele von denen, die halt auch immer regulär die anderen Folgen geschaut haben, dann die Sidequest-Folgen geschaut haben und jetzt weiter. Nur so aus Interesse. Da bin ich auf die Klickzahlen relativ gespannt, muss ich sagen. Wobei das natürlich bei den wenigen Klickzahlen, die ich jetzt habe, nicht so viel aussagekräftig ist. Deswegen, naja, egal. Würde ich aber trotzdem mal gerne vergleichen und sehen. Könnte ich ja demnächst mal schauen dann. Egal. Ja, ich habe leider gar nicht so viel zu erzählen eigentlich. Bei mir ist gerade nicht so viel Interessantes los. Tja. Ich kann ja einfach ein bisschen weiter kommentieren. Halt so wie immer, ne? So, Ether ist auch immer nicht schlecht. Wir haben jetzt immer so ein mobiles Ether-Ding, das könnten wir eigentlich dann auch ab und zu mal benutzen. Aber ich glaube, das werde ich dann auch immer wieder nur offline machen. Denn das dauert ja doch seine Zeit, das ganze Zeug zu schmieden. Ich weiß nicht, ob ihr da so begeistert von wärt, wenn ich das in jeder Folge mal machen würde. Das ist ja genau wie das Ausrüsten. Ich glaube, das haltet ihr für nicht ganz so spannend. Aha, hier sind ganz viele von den Dingern. Aber ich glaube, das sollten wir nicht reingehen. Ich glaube, die würden uns nur platt machen. Vielleicht nicht platt machen, aber uns zumindest angreifen. Und darauf habe ich gerade keine Lust. Aha. Noch so ein Raum und diesmal mit einer Wachtdrohne auch noch dazu. Aber diesmal müssen wir kämpfen. Nützt ja nichts. So. Na klasse. Das sieht ja schon spannend aus hier. So, erstmal müssen wir die Wächterdrohne kaputt kriegen. Oder? Ja, vielleicht doch lieber erst die anderen. Wenn es ganz viele hier was abziehen wollen, ist das glaube ich auch nicht so das Beste. Oh, und erstmal eine Kette aktivieren. Sonst werden die uns hier fertig machen. So, beginnen wir damit. Dann mal ein Zauber.
Okay, einen haben wir down. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht ganz down. Ah, schade. Ich habe gehofft, die Kette kriegen wir noch ein bisschen weiter. So. Kommen wir zum nächsten. Der Kampf ist aber echt mies. So viele Mechon auf einmal sind echt gemein. So. Natürlich hielt uns jetzt auch Charla ein bisschen als Heilerin. Das muss man einfach gestehen, dass Charla als Heilerin echt wichtig ist. Melia ist nun mal zwar gut als Verstärkung, aber als Heilerin nicht ganz so geeignet. Leider, leider. So, und ich glaube, wir aktivieren einfach nochmal eine Kette, dann dürfen wir das auch geschafft haben. So, hepp. Okay, Ricky freut sich wieder, dass seine Sidekicks sich Mühe geben. Mit Sidekicks sind natürlich wieder wir gemeint. Sehr nett, Ricky. So. Okay, jetzt haben wir bloß noch die Drohne, das dürften wir jetzt schaffen. Okay. So, nochmal kurz eine Salve abfeuern hier. Liegen jetzt auch schon wieder zu viele Kisten. Schlimm, schlimm. So. Wo kommt der jetzt her? ID-Karte. Okay. Okay, die brauchen wir also zum Starten. Ach, und das Ausrufezeichen ist doch weg. Okay, gut. Ich dachte, wir müssen hier noch irgendwas aktivieren, dass es irgendwie so ein Kontrollraum wäre, aber wir brauchen nur die ID-Karte. Auch nicht schlecht. So, und noch ein Vieh. Wo kommen die jetzt her? Okay. Gut, hätten wir das auch geschafft und sogar eine goldene Kiste. Das hat sich ja wenigstens gelohnt. Knöchelramme, Jumbo-Wächter, Fischbeißer. Hm. Oh Mann. Ganz viele Kisten, auch nicht schlecht. Und noch ein Sammel-Item. Und noch eine Kiste. Sternrüstung. Und die Sternrüstung haben wir aber auch schon mehr als genug. So, hier können wir nicht drüber hüpfen, schade. So, das heißt, wir müssen zum Aufzug. Der ist hier. Da ist ein Sammel-Item. So, das lasse ich nicht liegen, auf keinen Fall. Okay, Kontrollgerät. Intrigel, das. Und der Aufzugschalter und Schalter. So ist alles drin. Ricky? Okay. Nur da. Ich bin gespannt. Ich habe Angst, dass uns jetzt hier irgendwas anfällt von den Seiten. Das ist rot. Rot heißt verschlossen. Hätte man sich zwar denken können, aber probieren steht. Probieren geht vor Studieren. Wie können wir da hin? Ich schaue mich das mal ein bisschen um, bevor wir dort weitermachen in der Story. Einfach aus Interesse. Okay, ein Wächter. Dafür aktiviere ich jetzt die Extra-Asmonado. Okay, ich glaube, wir müssen hier später nochmal lang. Ich glaube, das lohnt nicht, jetzt hier weiterzugehen. Gehen wir dann lieber erst nochmal vorne zur, zur Story weiter. So, Mekon-Schatz. Was ist eigentlich ein Mekon-Schatz? Das würde mich mal interessieren. Davon haben wir auch schon relativ viele, irgendwie in verschiedenen Größen. Aber ist das für die irgendwie so edle Schrottteile oder was muss ich mir darunter vorstellen? Kontrollgerät? Okay, mal sehen, was hier jetzt passiert. Where are we? Looks like the control room for an ether blast furnace. There, look at that. Hmm. So this is what supplies the Mekon with ether energy. Shulk! What's that? Oh, looks like fun! Ricky, want to ride? We didn't come here to mess about, Furball. Time to bounce on. Hold on.
If we can stop that piston, we might be able to shut down the blast furnace. Nice idea. Cut off the Mekon's ether supply. Ricky, say we try! Yeah, but how are we supposed to stop something that massive? If we can stop the turbines driving the piston, it should work. And the turbines should be nearby. Right. Let's search for them. Okay, stoppe die stromerzeugenden Turbinen. In Hochofenkontrollraum. Das ist dieser Ätherhochofen. Ich verstehe zwar nicht, was die Kolben dabei machen. Also ich verstehe auch nicht, wie ein Ätherhochofen funktionieren soll, aber sieht eher aus wie irgendeine Pumpe oder sowas, dass das hier alles durch die ganzen Kanäle pumpt. Wie ein Hochofen sieht es mir eigentlich nicht aus, aber okay. Ich will mich ja nicht beschweren. Und natürlich greift uns wieder was an. Nicht, dass man mal in Ruhe irgendwo was rotieren kann, so Splinter Cell-mäßig. Einfach mal durchschleichen. Nein, immer ganz plump in die Gegner reinrennen. So. Zack. Ein M65-Jäger. Ich habe auch nie beobachtet, wie sich die Zahlen jetzt eigentlich verändern. Steigen die mit der Zeit? Das ist irgendwie eine gute Frage gerade. Mich würde jetzt mal interessieren, ob die Zahlen der Monster mit der Zeit steigen, irgendwie fürs Level. Na gut, Level 65 sind jetzt zwar alle nicht, die sind alle Pound 50. Aber trotzdem. Dass sie vielleicht früher M13 oder M10 oder sowas hießen, jetzt mit einem höheren Level. Naja, müsste man mal rausfinden. Und irgendwie können wir dann später ja drauf gehen. Laut Karte ist dann nämlich ein Weg. So, mal sehen, erstmal die andere Turbine hier abschalten. Dann sehen wir weiter. So, da ist ein Viech. Auf der anderen Seite ist kein Viech. Na gut. Hallo? Gletscher-Arkon. So. Level 52 dürfte jetzt nicht das Problem werden. Wobei wir gerade wieder ganz schön auf die Schnauze bekommen. Aber nein, Einzelgegner dürfte nicht das Problem werden. Wäre hier wieder so eine Horde von anderen und mit dabei, würde ich mir da eher Sorgen machen. Aber so geht das schon. Ich finde es faszinierend, dass er bloß einen Arm hat. Sieht irgendwie ein bisschen verkrüppelt aus. So, nein, nicht wegsterben, Schulk. Nein. Atomglühen. Nein! So, warte, Schild, da ist Schild. Okay. So, jetzt noch ein bisschen zu Klumpert schauen und dabei die Leiste auffüllen lassen, dann passt das schon. Okay. Wir könnten nochmal eine Kette aktivieren, theoretisch. Ich glaube, das wäre auch am sinnvollsten. Zack. Ist ja immer schön, dass Melia sich selber heilt, aber irgendwie hilft uns das wenig weiter. So, zack. Und damit haben wir das auch geschafft. Und eine goldene Truhe. Da freut sich doch das kleine Tylosi-Herz. Eisenprügel, Eiskaiserin, Armzeug. Wieso kriegen wir von den Eiskaisern immer noch dieses Armzeug? Irgendwie, ich dachte eigentlich, da gibt es eine ganze Rüstung von da. Wir haben nur das für die Arme. Und das aber auch zum Zehnfach oder so, keine Ahnung. Okay, jetzt ist das Ding da grün. Also das haben wir entriegelt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir da hin? Hier ist wieder genauso ein Weg eingezeichnet, aber den können wir nicht gehen. Und ach, da drüben, wo wir vorhin lang gegangen sind, geht's glaube ich lang dann. Okay, gehen wir mal nochmal in die Richtung zurück. Ich werde aber nach wie vor interessieren, erstens, wie wir durch die Tür durchkommen
Und zweitens, wie wir hinter dieses Gitter hier gelangen, hier links. Ah, schade. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen hinterlinsen und schauen. Ich glaube, die Karte wird mir da auch nicht so viel Aufschluss geben. Wahrscheinlich laufen die beiden hier zusammen. Und wir kommen hier zu der Turbine, okay. Tja, frag mich, ob wir dafür irgendwo einen Schlüssel herbekommen. Für die andere Tür. Da bin ich mir gerade selbst gar nicht so sicher. Müssen wir mal schauen. Das würde ich aber gerne noch wegholen hätten. Gerade dieses rote Item wird uns ja sicher später irgendwann weiterhelfen. Zumindest halten für irgendeine Quest müssen wir das einsammeln. Aber das hat ja später auch noch Zeit. So ist es ja nicht. So, wenn die hin. Der rennt einfach mal weg. Warum auch immer. Okay, alles keine Gegner für uns. Wobei, was ist das hier? Offensivwache. Und wir haben bald ein neues Level erreicht, auch nicht schlecht. Nur Melde hängt ein bisschen hinterher. Ich habe früher irgendwie nie auf diese Levelanzeigen geschaut, also auf dieses diesen EP-Balken. Der orange dort. Da habe ich ehrlich nie drauf geachtet. Ich weiß doch gerade gar nicht, was der gelbe Balken heißt. Den hat auch noch Ricky zurzeit. Komisch. Dafür, dass ich das Spiel so oft gespielt habe, müsste ich eigentlich sowas wissen. Aber was soll's. Wir können erstmal das Ding deaktivieren. Und ich glaube, da wird wieder irgendwas passieren. Und was genau da passiert, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles mit eurem Tilosi. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tüdelü.